Willkommen zurück zu FIFA 20. Es geht gegen Benevento. Und unser Team ist mittlerweile wieder ausgeruht. Soweit. Und Danilo, lass mal einfach mal spielen für Modric. Hat mich jetzt nicht so überzeugt. Meine, ja, normalerweise müssten wir ihn eigentlich aufgestellt haben, aber der kommt dann für Perin rein. Und ansonsten, ja, Demiral mal für Klavan. Klavan haben wir spielen lassen. Cuadrado verdient eventuell auch seine Chancen für Bernat. Und so geht's dann jetzt also in die Schlacht gegen Benevento, auf dass wir uns die Tabellenführung gegen Empoli zurückholen. Weil die haben nachgelegt, die hatten schon die Chance. Und jetzt muss einfach wieder ein bisschen mehr kommen, Leute, als im letzten Spiel. Weil wie gesagt, ein Unentschieden reicht uns da schon nicht. Es ist auch ganz gut, würde ich sagen, dass Empoli uns herausfordert. Das tut jeder Liga gut. Dann würde ich mal sagen, auf in den Krampf hier gegen Benevento. Im Hinspiel haben wir uns sehr, sehr schwer getan. Aber das wird uns hier hoffentlich nicht nochmal passieren. Ach Mist. Aber gut, wir waren zuletzt dran. Oder der Gegner war zuletzt dran. Ah, nicht schlecht, aber es geht natürlich noch besser gegen Manfredini. Was für ein Name. Wie gesagt, es sind nur 4 Punkte. Abstand zu Cremona. Oh Gott, das wäre mal wieder furchtbar gewesen. Ey, was erlauben wir uns? Was erlauben Strunz? Geht doch ran zum Ball, meine Güte, fordert, geht in die Zweikämpfe, Leute, das sage ich euch immer wieder. Aber wenn ich das selbst beeinflusse, letzten Endes. Alter, was erlaubst du dir? Da muss man doch nicht so reingehen. Gut, aber wie gesagt, Ding. Ich liebe Eckbälle, aber Freistöße, mit denen kann ich echt nichts anfangen, Leute. Das ist mir zu viel Präzisionsarbeit. Mensch, gib mir doch den richtigen. Oh, da muss er schon fliegen gegen Mandzukic. Ja, aber die Keeper werden im Allgemeinen besser, gegen die wir spielen. Das ist nicht zu unterschätzen. Menschenskinder, du, was ist denn jetzt plötzlich wieder los mit euch? Ey, du, es geht hier um die Serie A. Cremona sitzt uns im Nacken. Oh, meine Fresse, ey. Regt mich das jetzt wieder auf. Was ist denn nur los mit euch? Wie soll man denn, wie wollt ihr das gegen Mailand machen? Ohne Scheiß. Mensch, jetzt geht's doch mal hier raus hier. Ich brauch Platz. Was ist das für ein behämmerter Einwurf, Chesney? Komm, jetzt. Wir müssen in Führung gehen. Das geht nicht anders. Meine Fresse! Ich glaub's mal wieder nicht. Was ist das für eine Scheiße, ey? Meine Güte, Menschenskinder, nochmal hier. Was ist das für eine Mentalität ohne Mist?
Ja, uns tut das, die Tabellenführerluft einfach nicht gut. So muss man es letzten Endes sehen. Was? Es war gleiche Höhe, ihr Säcke! Komm jetzt auf. Ich habe keine Geduld mehr. So, jetzt machen sie auf, jetzt machen sie auf und Menschenskinder. Das bringt doch alles nichts, meine Güte. Ey, es ist nicht zu glauben. Jetzt auf, noch vor der Pause ausgleichen. Nee, das geht natürlich nicht. Echt du, es ist unmöglich. Durch so einen Bock gehen wir hier wieder in Rückstand, ey. So, wie sieht's aus? Macht Empoli seine Aufgabe? Nee, die spielen gerade gar nicht. Aber Crotone führt. Hey, das ist fatal. Echt, da experimentiere ich einmal rum. Und schon geht wieder alles schief. Oh Gott. Ja, so viel zum Thema, es geht mal wieder alles schief. Auf geht's jetzt. Anziehen, anziehen, anziehen. Pjanic. Jawohl! Verdammt nochmal, Gott sei Dank haben wir ihn. CR7. So Leute, und jetzt nicht gleich wieder in Rückstand geraten, ey. Wir müssen gewinnen. Das geht nicht anders. Wir können nicht darauf hoffen, dass Empoli wieder. Die haben vorgelegt. Das ist ja das Schlimme daran. Die haben vorgelegt. Menschenskinder, du. Matuidi drüber hinaus. Och, was ist das wieder für ein Scheißpass, ey? EA, gib mir doch die richtigen Spiel. Vorsicht! Es ist zum Kotzen, ey! Meine Fresse, ey! Was erlaubt ihr euch, ey? Das ist nicht zu glauben, ey! Ronaldo, pass mal richtig. Ich reg mich so zum Tode auf meine Fresse. Ich darf nicht so sehr rumschreien. Es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel, okay? Es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel. Wir haben noch Zeit. 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 Ja, Köpf halt daneben. Ist ja überhaupt nicht wichtig, das Ganze. Nee, das stört mich einfach. Wieso?
Wieso muss uns sowas passieren gegen solche Mannschaften, ey? Haltet doch mal das Tempo. Ja, jetzt ist es mir irgendwie auch wieder egal, muss ich zugeben, weil ganz ehrlich, die in Empoli lachen sich gerade wieder ins Fäustchen, wenn sie sich das anschauen hier. Wie wir es nicht schaffen, gegen so eine Mannschaft zu gewinnen, aber zuvor alle Gegner kaputt hauen. Und dann verlieren wir gegen Pisa, dann verlieren wir gegen Benevento. Was ist das für ein Pass? Hey, ich will hier die Rettung haben. Ich habe keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Und das Beste ist, so, irgendwie müssen wir es schaffen, jetzt gegen Milan weiterzukommen im Pokal. Ja, super, ganz toll. So nicht, meine Freunde. Das ist das Geschenk. Komm, das ist jetzt das Geschenk. Komm. Nein! Komm, jetzt bitte Ausgleich, bitte. Komm, gibt es noch die. Wir waren gerade noch im Angriff, aber egal, ja. Dann verlieren wir das halt. Mensch, verdammt nochmal. Das Spiel kann so gemein sein, ohne Mist. Oh, jetzt wieder ein blödes Interview. So, Crotone hat natürlich gewonnen. Ja, das ist alles. Das spricht alles nicht für uns. Da sind jetzt wieder 2 Punkte auf Empoli. Hey, echt super. Geil. La ringrazio per aver accettato di venire ai nostri microfoni. Ah, es gibt viel zu verbessern. Grazie ancora per. Nun gut, dann geht es weiter im Pokal und direkt danach schon das nächste Ligaspiel. Ey, ihr seid doch blöd, ey. Danilo ausgeliehen, okay. Ja, aber jetzt geht's auf jeden Fall erstmal gegen Milan im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal und ciao, haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.